Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Täglich zockt das Murmeltier. Heute... Mario Maker und das im Wunschbeck. Und Leute, bevor ihr wegschaltet, dies ist, wie ihr aus dem Videotitel entnehmen könnt, ein wichtiges Informationsvideo. Hier werden wir über sehr viele Dinge aufklären. Ich habe hier mir eine Liste gemacht und dann starten wir schon mal in ein Level, wir zocken da und besprechen alle Dinge. Das erste, was wir jetzt schon mal sagen können, ist, wäre nochmal nett, wenn ihr an der Abstimmung teilnehmt für das nächste Wunschprojekt. Danke sehr. Ich bin auch da, nur zur Info. Ein paar Sekunden später. So Leute, kleine Planänderung. Anscheinend kann man Super Mario Maker doch nicht zu zwei spielen. Dann spielen wir das. Und jetzt lesen wir den ersten Punkt von unserer Tagesordnung aus. Joas! Erster Punkt der Tagesordnung. Abstimmung. Nein, den hatten wir schon. Zweiter Punkt der Tagesordnung. Zweiter Punkt der Tagesordnung. Ja, Leute. Und zwar, das Livestream-Projekt. Und zwar, was... Ja, moin. Verarsche. Gardin. Joas, das hat's heute gebracht, ne? Und zwar war es jetzt so, dass hier, Wie sollen wir das ausdrücken? Wir hatten letztens die 75 Abonnenten erreicht. Ja, da kommt, seht ihr vielleicht jetzt einen Screenshot. Ja, da blende ich mal kurz einen Screenshot ein, denn eigentlich ist es so, da, die sind dann, ich erzähl mal die ganze Geschichte, okay? Also. Am Anfang war, am Anfang war es so, dass hier, wie sage ich das jetzt? Schapperlot, Alter. Yoshi, lass es. Ey, jetzt hat er mir mein Dino geklaut. Joas. Mein Dino, den du da hast. Doch. Du wurdest getroffen. Okay, am Anfang war es so, ich komme da so eines Tages einfach nach Hause und dann steht da auf der Abozahl einfach mal so, ganz, Joas, mein Dino, bleib hier, warte. Steht da einfach mal so 75, ich denke mir so, krass, ne? Und ich habe mir natürlich auch nichts dabei gedacht, so. Dann mache ich natürlich schon mal Vorbereitung, setz alle Hebel in Bewegung, ne? Dass wir wollten halt Livestream bei 75. Alle Hebel in Bewegung, da loslegen und dann zwei Stunden später, gehe wieder an den PC, steht da noch 63. Das hat sich aber wieder angehoben auf, ja, ich weiß, ne? Auf 65, nicht auf, auf 68 insgesamt, ne? Und jetzt dachten wir uns, jetzt haben wir schon so viel angefangen, wir haben schon eine gute Facecam rausgesucht, mit Computertechniker geredet. Und jetzt werden wir demnächst bald mit Livestreamen anfangen. Hä? Mein Ziel ist es, hier Joas zu ärgern. Oh Mann, ich habe das in die falsche Richtung geschossen. Joas, komm runter. Als ob er diese Dreckskrone. Sag deinem Dino auf Wiedersehen. Da. Oh komm, das will ich sehen, das will ich sehen. Dip, 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 dip. Ich helfe dir, Joas, okay? Run, boy, run. Run, boy, run. Jetzt, Joas, nein. Ha! Du hast nicht getroffen. Ja, nein! Ey, da spielen wir ewig lang so weiter. Okay. Und dann werden wir demnächst schon mal mit den hier Dingen anfangen für den Livestream. Und das war's eigentlich schon. Kann das sein? Ja, fürs Livestream eigentlich halt so. Wie gesagt, Leute, es geht bald los, ne? Und natürlich werden wir eine Woche vorher ankündigen, dass es losgeht. Genau, wir werden frühzeitig, dass ihr alle einschalten könnt. Auf Scheiß. YouTube, das war. Ja, und auf Twitch. Das ist cool. So, zweiter Punkt der Tagesordnung. Joas. Also, zweiter Punkt der Tagesordnung ist 4K. 4K. Ja, manche Leute haben erzählt, sie würden. Hier, ich habe halt, schreibe jetzt seit neuestem den Titel 4K. Verkackt, Joas. 4K in Titel. Und manche Leute meinen, sie würden halt hier, wie soll ich das sagen, kein 4K empfangen können. Das haben manche in die Kommentare geschrieben und das soll ich jetzt hier einmal aufgeklärt haben. Nicht, dass es am Ende heißt, ja, hier, ich mache so dreckig Clickbait oder so. Nee, denn. So. Also wie gesagt, Leute, es ist halt so, manche Geräte unterstützen das nicht, das 4K. Und deshalb, ich kann es auch mal zeigen, ich zeige jetzt mal einen kleinen Ausschnitt davon, dass die Videos halt wirklich in 4K sind und so.
Und jetzt, Hört sich auf zu beschweren. Nein. Aber alles geklärt. Nein. Ja, also eigentlich, wie gesagt, es gibt hier Mini-Yoshis. Wie gesagt, wenn ihr auf den PC geht, dann könnt ihr jetzt, glaube ich, auch selbst sehen. Aber zum Beispiel, wenn man auf der Switch guckt, dann kann man auch nur Dinge ab. Und Handys sind auch. Ja. Na, kommt drauf an, manche Handys sind schon stark. So, der nächste Punkt der Tagesordnung, Jos, ist Gewinnspiel. Ja, Leute, Jos kriegt ein Dino. Mann, was ist eigentlich mit der Maus hier los? Kann er mal wieder ranzoomen? Wusst ihr eigentlich das? So. Ja, was macht der? Ja, wenn du R drückst, dann siehst du ja, was er macht. Der wird so fett. Das pupe ich raus. Wir meinen natürlich jemanden hier, den ich kenne aus meiner Klasse. Klasse? Ja, aus meiner Klasse. Die Krone! Ja! Arsch! Ja, gut. So, Gewinnspiel. Also wie gesagt, ich werde jetzt nochmal ein kleines Filmchen, das ich gedreht habe, fürs Gewinnspiel einblenden. So Leute, wichtige Zwischeninfo. Das Abo-Gewinnspiel läuft noch. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Für jeden Abonnenten gern 5 Euro des möglichen Gewinns dazu. Wie nimmt man daran teil? Noch einfacher, einfach unter irgendein Video gehen und einfach einen netten Kommentar schreiben. Denkt euch was Schönes aus. Und schon seid ihr dabei. Also Leute, wie gesagt, das war's schon mal an meiner Stelle. Viel Spaß mit dem Video. Und es sei noch dazu gesagt, ich glaube, das haben manche nicht begriffen, das zählt natürlich nicht nur für ein Video, das mitkommen lässt, sondern für jedes Video bis Weihnachten. Bis Weihnachten. Also wirklich, ihr könnt, wenn ihr unter jedem Video kommentiert, habt ihr so eine hohe Gewinnchance. Momentan sind schon 60 Euro im Pott, Leute. Überlegt es euch. Wenn ihr intelligent seid und wirklich unter jedem Video kommentiert, dann, ja, dann seid ihr reich. Mein Ziel ist es natürlich immer noch, Joas umzubringen hier. Das ist jetzt natürlich nicht einfach, weil er sind Kack. Na, Kack. Oder ein Starcoin. Genug geredet. Nächster Punkt der Tagesordnung. Jo. Boxenbau. Boxenbau. Ja, ihr wartet schon lange drauf, aber wer noch länger drauf wartet als ihr, bin ich. denn Jos, du holst die nächste Starcoin. Okay, das will ich sehen. Und zwar, Boxenbau ist jetzt etwas kritisch. Hä? Ja, Jos ist runtergemacht. Ja, komm. Ist halt so, wir haben die Boxen ja mal letztens bestellt und dann meinte so, kam einfach nicht, ne? Genau. Und jetzt haben wir heute tatsächlich erfahren, dass, jetzt haben wir heute erfahren, dass hier die Boxen, ich bin so hochgeflogen, mit so richtig Schwung, dass aus dem Bild geflogen ist. Heute kam, ich habe eine E-Mail hingeschrieben, weil ich dachte, ey, komm, wo bleiben die? Ja, und dann, dass es die Boxen auch im Zweierpack gibt. Ja, das bedeutet, statt 60 Euro müssen wir einfach mal 120 Euro bezahlen dafür, ne? Aber Leute, das machen wir natürlich nur für euch. Auch wenn das Geld momentan knapp ist. So, Jos, das waren momentan alle Punkte der Tagesordnung. Aber jetzt können wir so ein bisschen Real Talks mal machen. Können wir da nicht rübergehen? Ist das so eine Scheiße, ne? Jos, fällt dir noch was ein, worüber wir reden könnten? Weil die Yoshis Angst haben. Nein. Das ist voran, Jos. Du bist so ein Vollidiot, ne? Dafür wirst du sterben, das sag ich dir. Köln. Ich hasse dieses Spiel. Ich hab Spring gedrückt! Ah! Wow. Ich kann nicht beenden. Gleich fliegt hier was, Jos. Ich habe Blase gedrückt. Das ist doch L und R. In der Tat. Das ist wieder nicht so geil, Leute. Das ist Rekord für Paul. Ah, ich habe noch ein letztes Ass im Ärmel. Ja. Yeah. Ass ausspielen. So, warte kurz. Ja, mit. Drop it.